So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Seit einer langen Zeit mal wieder hier. Mache ich mal irgendwas, die Hunde bellen, weil ich gerade rede, die sind mich noch nicht gewohnt. Ja, heute geht's ab in ein, was ist das? Wie so ein Urlaubsresort, Home Resort, whatever. Rest, Home Rest. Miango, Home Rest heißt es, glaube ich. Rest Home. Da fahren wir hinten hin. Das ist von der Firma aus, wo Abi arbeitet. Haben quasi 5 Tage Urlaub. Bin mal gespannt, wie es wird. Ich bin jetzt schon eine Woche hier in Nigeria wieder. Und bin aber total schlapp. Total müde die ganze Zeit. Ob das hier vom Klima momentan kommt oder ob das davon kommt, weil ich immer so viel gearbeitet habe. Wer weiß. Zu Hause schaut immer noch gleich aus. Hier mein Gemälde, das ich selber mal gemalt habe. Ja, ich bin immer noch richtig stolz drauf. Schaut immer noch geil aus. Wenn wir jetzt da gleich hinfahren, das ist ungefähr eine Stunde zum Fahren, hat meine Frau gesagt. Mal schauen, wie es wird. Einfach nur rumliegen, essen, schlafen. Genau. So, wir sind immer noch nicht weg. Wir sind immer noch nicht auf dem Trip. Wir warten noch auf eine Dame, die unseren Antrag auf den Jägerclub annimmt. Sie hat gesagt, sie ist eine halbe Stunde da. Die halbe Stunde ist schon vorbei. Ja, jetzt hat Abi sie angerufen. Sie ist immer noch auf ihrem Weg. Mal schauen, wie lange sie noch braucht. Wir wollten eigentlich schon lange auf dem Weg sein. Jetzt warten wir halt hier vorm Haus von ihren Eltern, bis diese Dame mal vorbeikommt. Werde ich euch noch kurz vorstellen, das hier ist Blackie, das hier ist Shorts und da drüben in den Bohnenschalen, das ist Sarah. Das sind zwar nicht alle Hunde, aber das sind die, was gerade hier sind. Die anderen sind zwar wahrscheinlich zu Hause irgendwo ums Haus rum. Und das ist lustig, die folgen normalerweise alle auf Schritt und Tritt. Wenn Abi unterwegs ist, also wenn sie von A nach B läuft hier in der Gegend, dann laufen die Hunde ständig hinterher. Total nett. So, die gute Frau hat jetzt die Papiere übernommen. Jetzt sind wir noch kurz bei unserem Elektriker, besser gesagt Mechaniker, Elektriker, um einen Reifen zu wechseln, also Ersatzrad kurz drauf zu machen, weil nicht das Originale von links, das gefällt mir nicht mehr. Es ist zwar bloß eine Stunde entfernt, wo wir hinfahren. Meine Frau sagt, das wird schon noch gehen. Aber ich zeige euch mal der Reifen, wie der ausschaut. Katastrophe. So schaut noch das normale Profil aus von unseren ersten Reifen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Profil auf vorne links ausschaut. So schaut es vorne links aus. Da ist kein Profil mehr. Gar nichts mehr. Total hinüber. Und ich habe eben die Angst, dass das Scheißding kaputt geht. Und bei Regen kann man das Ding eh nicht mehr fahren, aber ist jetzt Trockenzeit, aber trotzdem, das gefällt mir nicht mehr. Da braucht es nicht viel, dann ist das Scheißding kaputt wahrscheinlich. Now we are on our way, finally, to Miango. Achso, ich rede jetzt wieder auf Englisch. Jetzt sind wir endlich auf dem Weg nach Miango und diese gelben Blumen, die kommen eigentlich nur zur Trockenzeit, wird das alles gelb. Also wenn man die sieht, dann weiß man, dass es Trockenzeit ist. Und irgendwo, ach ja, hier wo die großen Bäume da hinten stehen, da ist der Eingang vom Wildlife Park, aber da gehen wir heute nicht hin. Sind wir finally. Jetzt sind wir endlich angekommen. Wir haben quasi eingecheckt, wir suchen jetzt unser Zimmer quasi, mehr oder weniger. Ja, das hier ist nicht zum Spaß, das ist harte Arbeit für meine Frau zum Beispiel. Es werden 5 harte Tage für sie. Ja. Hoffentlich nicht für mich. Hoffentlich ist Spaß. Ja, hoffentlich ist Spaß für mich. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. That's a Honda. That's a Honda! So, unser erster Morgen. Frühstück haben wir hinter uns. Frühstück ist jetzt nicht besonders. Das ist die Hütte, wo wir drin sind. Da sind wir drin. So schaut die Hütte aus. Der Raum ist jetzt natürlich nicht aufgeräumt. Den werde ich jetzt nicht zeigen. Aber schauen, was wir sonst noch zeigen können. Schaut es aus, wenn man den Raum betritt, da ist ein Bett. Bist du fertig da drin? Kann ich schon rein zum Aufnehmen? Nein. Die Ventilator ist das Einzige, was hier ein bisschen abkühlt. Der
Das Badezimmer ist also nicht das irdische, meine Frau. Kennt ja jeder. Toilette und hier ist die Dusche. Wir haben noch gar nicht ausprobiert, ob der Duschkopf funktioniert. Wir duschen immer mit dem Eimer. Ja, mit Fernseher, aber den haben wir auch noch nicht wirklich ausprobiert, was die für Programme haben. Na, braucht man auch nicht. Gehen wir zum Mittagessen. So schaut es aus vorm Haus. Oh, das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Auf zum Mittagessen. Ja, dann gib mir die Becher, komm. Wait. How can we do that? So. Also es hat ja eigentlich, Hamatan hat schon angefangen, oder? Also die Trockensaison hat schon angefangen, deswegen scheint auch so schön die Sonne und es regnet nicht, aber es ist noch relativ grün. Obwohl draußen ist es schon recht trocken, habe ich wurscht. Aber so schaut es hier aus. Es gibt keinen Swimmingpool, nur damit ihr das gleich wisst, kein Swimmingpool. Es gibt auch keine Cocktailbar. Weißt du noch? Das ist ein christlicher... Achso, das ist für Christen. Ja, das ist für... Für Leute, ach, das ist von Equa Plato, also Equa Church. Equa. Okay. Ja, für Christen sozusagen. Und die Christen sind so nett, die schreiben überall, die haben drüben auch so Orangenbäume stehen, da darf man nichts pflücken und auch nichts aufheben. So nett sind die hier. Auf jeden Fall, es ist ganz nett, aber es ist halt jetzt kein Urlaubsresort, wie man das so aus dem Westen kennt. Genau, da gibt es auch keine Party oder so. Ja. Es ist ja auch kein richtiger Urlaub, was wir hier machen. Obwohl es eigentlich Retreat heißt. Es ist mehr so Arbeitslager. Nee. Ach, kein gemeinsames Abhängen und ein bisschen Bibel studieren und so Zeugs. Genau, so was ist das. Oh, jetzt sind wir wieder zurück vom Mittagessen. Man kann sich jetzt auch anmelden für eine Wanderung, haben wir jetzt nicht gemacht. Wir wandern jetzt hier bis zur Einfahrt und schauen mal, ob das kleine Shop offen hat, wo man sich eine Cola oder irgendwas kaufen kann. Weil hier bei dem Essen, da gibt es nur Wasser. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Wasser. Auch nicht zum Duschen. Von vorhin hat meine Schwägerin gesagt, dass sie hier sogar Pferde haben. Und ich habe gedacht, na, schauen wir mal, ob wir eins finden. Und tatsächlich, es läuft hier eins rum. Eine kleine süße Stute. Ich weiß nicht, dieses abfallende Gebäude ist jetzt nicht das Schönste. Aber für Nigeria schaut dieses Pferd recht gesund gefüttert aus. Also nicht zu dünn. Aber die abfallende Gruppe und alles. Schön ist was anderes, wobei das ein schönes Pferd ist, also für Nigeria, finde ich. Und es läuft jetzt einfach hier frei herum. Mich wundert es, wo die anderen sind. Brutal kurzer Rücken. Und das wird sich gleich selber schockieren. Da leckt es an dem Mörser rum, mit dem er Essen gemacht hat. Total lustig. Da drüben gibt es sogar einen Minigolfplatz mit, glaube ich, 6 oder 7 solchen Teilen, wo man spielen kann. Ja, und hier gibt es, wie nennt man das, Pavillon? Oder wie heißt das? Wo man hier sitzen kann. Ich bin immer noch müde. Bist du immer noch müde? Sind das jetzt eigentlich die Palmen, wo man Öl draus macht? It's not this one. Ach, schau mal, da ist ja sowas wie eine Farm, Garten. Irgendjemand baut da was Schönes hoch. Schöner Aussichtspunkt quasi. Da haben sie auch einen größeren Baum, Mango, haben sie zusammengeschnitten.
Aber der Baum schaut schon cool aus. Den haben sie mal abgesägt. Und es wächst wieder. Das ist schon richtig cool. Das war mal ein Riesending, so wie das ausschaut. Echt genial. Kind Akademie. Ach, da fängt es an. Ah, okay. Ja, dann gehen wir nicht rein. Learning and growing in Christ. So, so. Wo steht es? 1945. Ja, schaut interessant aus. Weil die habe ich auf den Bildern gesehen. Die Kirche da. Schön mit Steiner. Was Altes. Also hier sind überall Mandarinen und Orangenbäume. Aber vieles verfault auf dem Boden. Und am Baum, die da vorne, die sind auch schon schlecht gewesen. Die platzen auf und haben schwarze Flecken. Oh ja. Trotzdem irgendwie ganz nett. Und was mir gefällt, ist dieses Tirpen. Sind es Zirkaden oder nennt man das einfach nur Grashüpfer oder Grillen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht damit aus. Ich bin wieder überrascht, was es hier wieder vom Baum gibt. Wie der wächst, echt der Hammer. Und im Grunde recht hoch. Das wäre so ein Baum, wo ich wieder so den Gedanken hätte, den Traum hätte, es wie so ein Baumhaus zu machen da oben. Echt cool. Gefällt mir gut. Wunderschönen guten Morgen, das ist jetzt der vorletzte Tag. Morgen Nachmittag ist wieder Abreise. Von hier, von Miango. Home Rest Resort, whatever it's called. Ja. Also hier hat man Spiele gemacht, dann so Gesangsabende. Tanzabende, ich weiß gar nicht, was noch alles. Ach, ein Bibelquiz, da habe ich zugeschaut. Was war recht interessant und lustig irgendwie. Genau. Aber was war noch großartig? Ja, ist jetzt nichts Besonderes gewesen irgendwie. Das Essen ist jetzt auch nicht so toll. Ja, also ist jetzt kein Urlaub, wie sich das so ein normaler Durchschnittsdeutscher wünscht. Aber war okay. Soweit mal wieder was anderes in Nigeria. Das Schönste sind die Vogelstimmen in der Früh. Das ist eigentlich das Schönste. Also wir wohnen in diesem grauen Gebäude. Das ist der Weg. Und da vorne, da drin ist das Essen. Frühstück, Mittagessen, Abend. Eigentlich viel zu viel zum Abnehmen, aber egal. Bin ja nicht hier zum Abnehmen.